Hallo zu Sei achtsam. Ich möchte dir heute drei Tipps zeigen, wie du dich nicht stressen lässt. Wir haben alle typische Stresssituationen, die uns sozusagen auf die Palme bringen. Ein Stressreiz, ein Triggerpunkt und dann gehen wir hoch. Ich werde immer wieder gefragt, wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben, mich nicht stressen zu lassen. Beim Achtsamkeitstraining geht es genau darum, eine Haltung zu finden, sich nicht stressen zu lassen, bei sich zu bleiben, Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen. Schau einfach, was sich für dich gut anfühlt. Du kannst die Tipps direkt gleich bei der nächsten Situation ausprobieren. Die erste Übung oder der erste Tipp ist, wenn du das Gefühl hast, jemand stresst dich, jemand drückt deine Punkte sozusagen, du wirst leicht aggressiv oder dein Blutdruck geht hoch oder du kriegst schwitzige Hände, du wirst aufgeregt, nimm deine linke Hand, versuch sie wirklich ganz gerade zu machen und dann spürst du hier so eine Art Knubbel unter deinem kleinen Finger und dann klopfe mit der rechten Hand energisch dagegen. Bleib gerade dabei, ja? Und dann lächelst du dein Gegenüber an. Es kann sogar sein, dass derjenige dich fragt, was machst du gerade? Lächle und sage, ich klopfe. In dem Moment, wenn du klopfst, nimmst du dich aus der Situation raus, du bleibst bei dir, du kommst in die Rolle des neutralen Beobachters und der Stress prallt sozusagen von dir ab. Die zweite Übung oder der zweite Tipp ist etwas, ein bisschen sanfter. Du nimmst deine linke Hand und legst deine rechte Hand hinein. Und dann mach kreisende Bewegung mit deiner rechten Hand. Halt die linke Hand relativ ruhig und versuch die rechte Hand in die linke Hand zu kreisen. Wir haben hier Handchakren, die du mit dieser Übung, mit dieser Bewegung aktivierst. Du wirst Wärme wahrnehmen und bring deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit in deine Handflächen. Du gehst raus aus dem Kopf, raus aus den Stressgedanken und rein in deinen Körper. Nimmst die Wärme wahr, die du gerade zwischen deinen Handflächen erzeugst. Und du wirst spüren, das beruhigt. Diese kleine Mini-Übung beruhigt. Kannst du direkt am Schreibtisch ausprobieren, wenn der nächste Kollege dich ärgern möchte. Und die dritte Übung ist eine Atemübung. In der Achtsamkeit wird sehr, sehr viel mit der Atmung gemacht. Ich nenne diese Übung Anti-Depri-Übung, weil sie auch noch gleichzeitig gute Laune bringt. Du merkst, jemand oder etwas stresst dich, atme dann dreimal ein, tief einatmen, 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 halte die Atmung kurz und dann atme aus und stell dir vor, du lässt alles los, was dich geärgert hat. Atme ein, 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 halte die Atmung kurz, halte inne und dann atme aus, durch den Mund alles rauslassen. Wir wiederholen das Ganze nochmal, wir atmen ein, 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 du hältst die Atmung für einen Moment und dann atme aus. Und einmal noch einatmen, 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 die Atmung halten und dann atme aus. Und dann bist du ganz gelassen. Ich wünsche dir noch viele stressfreie, achtsame Momente.